Moin moin Leute, mein Name ist Refaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner Top 10 Liste mit meinen kommenden Free-to-Play Games in 2016, auf die ich mich sehr freue. Wenn euch interessiert, welche ich im Buy-to-Play-Bereich erwarte, den Link findet ihr in der Videobeschreibung, genauso wie mit allen anderen Top-10s, die ich schon gemacht habe. Und auch hier ein kleiner Hinweis, es ist meine Liste. Ich habe hier Spiele reingebracht, die zum einen auch offiziell für den Westen angekündigt sind. Das heißt, asiatische Spiele oder Games, die ausschließlich in Asien rauskommen werden, sind hier nicht mit dabei. Dann sollten sie in 2016 auch angekündigt sein zum Releasen. Ich habe hier vielleicht eine kleine Ausnahme, aber die werde ich dann erläutern. Und natürlich, es sind Free-to-Play-Spiele, es kann sich noch zahlreiche Sachen ändern. Vielleicht wird eins dieser Spiele, was angekündigt ist, gar nicht Free-to-Play. Mal schauen. Diese Top-10-Liste ist ein bisschen anders, es hat keine Nummerierung. Die Games, ich freue mich irgendwie auf alle, es gibt keins, wo ich mich wirklich tatsächlich mehr freue auf das andere. Ich lasse mich gerne überraschen. Daher ist diese Liste einfach nur so. 10 Spiele, auf alle 10 freue ich mich und keins ist auf Platz 1 oder auf Platz 10, sondern ich habe einfach so eine kleine Reihenfolge für euch dabei. Das erste Spiel bei mir auf der Liste ist Fable Legends. Fable Legends, wisst ihr, habe ich schon in die Closed Beta reinschauen können. Es ist eine NDA drauf, heißt, ich durfte noch keinen Hands-on-Beta dazu machen. Also grundsätzlich, es wird, ja, ein MMORPG ist vielleicht das falsche Wort. Ich finde eher, das wird ein RPG, denn man erstellt sich nicht den eigenen Charakter, sondern nimmt einen vorgegebenen Charakter und spielt eine Story damit. Free-to-Play soll es werden, es kommt für PC und Xbox One raus, aber es ist auch für den PC die Windows 10 Pflicht mit dabei, was ich persönlich schon als klein Problem für das Spiel sehe. Was ich in der Closed Beta gesehen habe, ist ganz okay, ich hoffe es wird noch besser, es soll 2016 rauskommen und ich hoffe tatsächlich, dass die dann noch ein bisschen die Kurve kriegen, das ein bisschen runder zu machen und noch ein bisschen mehr Free-to-Play als das, was es aktuell ist, aber nichtsdestotrotz ist es ein Spiel, worauf ich mich schon freue anzuschauen, was die Jungs da auf die Beine stellen können. Als nächstes auf der Liste habe ich ein Spiel von My.com und die ganz aufmerksamen Zuschauer und Zuhörer werden merken, Moment, das Spiel, das hattest du schon mal in der Liste. Es ist World of Speed, Rennspiel, angekündigt bereits Ende 2013, beziehungsweise, Entschuldigung, 2014 und ich hatte es in meinen Upcoming Games von 2015 schon damals drin, denn ich freue mich, wenn es endlich ein vernünftiges Rennspiel als Free-to-Play-Spiel mal gibt. Leider hat man in 2015 so gar nichts von dem Spiel gehört. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Es wurden einige Trailer released. Es gab noch keine offizielle Closed Beta. Das heißt, das Spiel ist schon noch lange vor dem Release-Status. Aber ich muss auch gestehen, ich gehe hundertprozentig davon aus, dass es 2016 rauskommen wird, weil es das auch muss. 2 Jahre in der Entwicklung und nichts davon zu hören, das ist alles andere als eine gute Marketingstrategie. Aus dem Grund habe ich sie auf mit in die Liste gesetzt, denn ich hoffe tatsächlich, dass es rauskommt. Es sah gut aus, was wir gesehen haben und ich hoffe auch, dass wir jetzt im ersten Quartal von 2016 die erste Closed Beta mal antesten können. Dieses Spiel konnte ich in meinen Top 10 Games von 2015 nicht mit reinsetzen, denn meine Regel war ganz einfach, Early Access und ähnliches zählt nicht. Daher kommt es natürlich hier rein, Ghost in the Shell Online, First Assault und wie sie es auch immer noch nennen. Das Spiel ist aktuell in Early Access auf Steam und auch über Nexon. Es wird demnächst auch endlich mal in die Open Beta starten, bedeutet es gibt einen offiziellen Release in 2016. Es ist ein First-Person-Shooter im Ghost in the Shell-Universum. Vielleicht nicht ganz das, was viele der Fans, besonders der Ghost in the Shell Online oder Ghost in the Shell-Fans erwartet haben. Es ist aber ein grundsolider Shooter, wo ich recht viel Potenzial sehe, was mir persönlich sehr viel Spaß macht. Und aus dem Grund musste ich es natürlich hier einfach in die Liste setzen. Von diesem Spiel haben wir 2015 relativ wenig gehört, aber es soll 2016 rauskommen. Das Spiel nennt sich Fortnite und Fortnite ist ein relativ interessanter Ansatz. Es wird natürlich vollkommen Free-to-Play, vollkommen in Anführungsstrichen, wir wissen nicht, wie der Shop aussieht. Und es ist eine Art Base-Build-Spiel mit Tower-Defense-Modus. Das hat einen sehr interessanten Cell-Shading-Comic-Look und letztendlich geht es darum, dass ihr, während es Tag ist, eure Base aufbauen müsst, zusammen mit Freunden. Und wenn es Nacht wird, wird eure Base von Horden von Gegnern angegriffen. Finde ich sehr interessant, bin gespannt, was es an Langzeitmotivation mit sich bringt, was halt die Tweaks dieses Spiels sein werden. Die ersten Trailer und ja, Einführungen der Entwickler waren definitiv etwas, was meine Aufmerksamkeit gecatcht hat und aus dem Grund bin ich gespannt, wann es bei uns endlich erscheint. Ein weiteres Spiel, was wir in 2015 uns schon anschauen konnten, aber es noch nicht offiziell released worden ist, ist Paladins von Hi-Rez Studios. Paladins hatte für mich lange einen schweren Start bzw. einen schweren Stand gegenüber anderen Games, dadurch aber, dass gerade Blizzard mit Overwatch nun doch Buy-to-Play geworden oder gegangen ist, gehe ich davon aus, dass Paladins doch eine etwas breitere Masse ansprechen wird. Es handelt sich dabei um einen Comic-Shooter mit MOBA-Ansätzen, ein First-Person-Shooter mit Helden, also man nennt es ja mittlerweile so ein Heldenshooter, so
sogar. Ich finde es schon interessant, es laggt oder es fehlt noch eindeutig an Content, aber dafür ist es gerade auch noch erst in einer Closed Beta. Das Spiel wird noch entwickelt. Ich gehe davon aus, dass der Release sehr wahrscheinlich erst gegen Mitte, Ende 2016 sein wird. Und bis dahin wird es sich hoffentlich noch weiterentwickeln. Bis jetzt ist es schon mal ein sehr cooles Spiel, worauf ich mich auch schon freue. Und dieses Spiel wird wenige überraschen, aber eigentlich habe ich tatsächlich überlegt, ob ich es überhaupt auf die Liste setze. Blade and Soul, Free-to-Play MMORPG, schon vor über 3 Jahren in anderen Ländern rausgekommen und hey, wir dürfen jetzt endlich auch. Am 19. Januar ist es soweit, somit ist es ein 2016er Release. Ich würde sagen, ich freue mich auf das Spiel, um zu schauen, was sie tatsächlich daraus gemacht haben, wie gut es besucht ist und ob die Story so gut ist, wie man es bis jetzt gehört hat. Denn vom grundsätzlichen System ist es für mich nichts mehr Besonderes. Es ist ein interessantes Spiel, was definitiv seine Daseinsberechtigung hat. Ich freue mich eher auf die Story, denn ich habe von vielen gehört, gerade die Story von Blade & Soul soll sehr gut sein. Das heißt, jeder von euch, der Bock drauf hat, kann ab dem 19. Januar das Spiel kostenlos spielen. Es ist ein Free-to-Play-MMORPG, bleibt natürlich nur abzuwarten, wie fair und Free-to-Play es tatsächlich ist. Ein sehr interessantes Spiel, über das ich gerade Ende 2015 gestolpert bin, nennt sich Chronicle RuneScape Legends. Einigen von euch wird RuneScape was sagen und dieses Spiel kommt tatsächlich vom gleichen Entwickler, aber es hat einen komplett anderen Ansatz. Es wird Free-to-Play und es ist ein Trading-Card-Game. Aber nicht ein Hearthstone-Abklatsch oder Runes of Magic-Abklatsch, sondern es geht einen komplett anderen Weg. Es spielt sich ein bisschen wie ein Kartenspiel und ein Brettspiel auf dem Computer mit unglaublich cooler Grafik und sehr, sehr vieler Tiefe. Ich habe mich gerade für die Closed Beta angemeldet und hoffe, euch demnächst auch ein richtiges Video dazu bringen zu können. Ich habe es auf YouTube schon bei einigen von meinen gefolgten YouTubern gesehen. Und letztendlich, was ich gesehen habe, hat mich sehr angesprochen und ich hoffe, dass das Spiel auch 2016 rauskommt. Bis jetzt ist es so auch angekündigt und daher muss es natürlich auf die Liste. Auch dieses Spiel dürfte vielleicht den einen oder anderen überraschen, Unreal Tournament. Ja, es gibt ein Free-to-Play Unreal Tournament, wurde eine Zeit lang sogar Unreal Tournament 2014 genannt, dann 2015, jetzt sehr wahrscheinlich auch Unreal Tournament 2016, denn das Spiel ist immer noch in einer Alpha-Phase. Das Grundspiel wird komplett Free-to-Play und ist komplett Free-to-Play, das heißt jeder von euch, der es sich schon anschauen möchte, der kann es sich angucken. Es ist zwar in der Alpha, aber schon richtig gut spielbar. Es baut auf die Unreal Engine 4 und das Einzige, was später dazu kommen wird, sind Mods, die man bezahlen muss und die Mods werden von der Community gemacht. Das Spiel hat überhaupt keinen Ingame-Shop und bietet das gute, schnelle, kompetitive Unreal-Feeling. Ich denke mal, was viele von euch zwar kennen, aber schon lange nicht mehr gespielt haben, denn solche Spiele gibt es einfach nicht mehr oft. Aus dem Grund freue ich mich sehr auf dieses Game. Ich hoffe, dass es sehr, sehr viel Mods bekommt, eine große Community, dass sie demnächst irgendwann auch mal anfangen, ein bisschen Marketing dafür zu machen, denn ich habe einfach das Gefühl, dass viele gar nicht wissen, dass dieses Spiel aktuell schon erhältlich ist. 2 Spiele haben wir noch auf der Liste und ich muss gestehen, das sind tatsächlich auch die 2 Spiele, worauf ich mich am meisten freue. Zuerst Lost Ark. Lost Ark haben wir Ende 2014 die ersten Bilder zu gesehen. 2015 würden wir immer wieder mit ein paar kleine Häppchen bei Laune gehalten und 2016 soll das Spiel endlich bei uns rauskommen, aber so wie es aussieht eher Ende 2016. Bei Lost Ark handelt es sich für mich um das einzige Spiel, wo ich sage, es könnte tatsächlich besser werden als Diablo. Es ist ein Action-RPG, es wird aus der isometrischen Ansicht gespielt, es scheint unglaublich viele Klassen, eine Bombengrafik, coole Story und alles, was man für so ein Spiel halt braucht, mitzubringen. Bleibt abzuwarten natürlich, wie Free-to-Play es ist und ob es tatsächlich so gut ist, wie es angekündigt wurde, denn bis jetzt wirklich spielen konnten es noch nicht viele Leute. Und last but definitely not least, Paragon. Paragon hat mich irgendwie aus dem Nichts getroffen, nachdem es angekündigt worden ist. Bei Paragon handelt es sich um ein 3D-MOBA. Und bevor viele von euch jetzt sagen, oh mein Gott, schon wieder, noch ein MOBA, haben wir nicht schon genug davon, da würde ich euch eigentlich immer direkt recht geben. Aber Paragon hat einfach etwas, was es für mich persönlich mehr zu einem Third-Person-Shooter als MOBA macht. Ja, wir haben die Lanes, ja, wir haben die Ziele, aber wir haben unterschiedliches Terrain. Es ist nicht alles auf der gleichen Ebene. Wir haben sehr interessante Charaktere. Wir haben Unreal Engine 4 für die Grafik und es ist eine aktive Steuerung, ähnlich wie bei Smite. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, und es war nur Alpha-Footage, sah Bomben aus. Das Spiel soll 2016 rauskommen und nicht nur für den PC, wie die meisten Free-to-Play-Games, sondern zeitgleich auch für die PS4. Und das persönlich finde ich richtig cool und daher freue ich mich auch richtig auf dieses Spiel. So Leute, das soll es gewesen sein. Meine 10 Spiele im Free-to-Play-Bereich, auf die ich mich bis jetzt am meisten in 2016 freue.
Ihr wisst, gerade im Free-to-Play-Bereich ist es doch so, dass Spiele sehr kurzfristig zum Teil angekündigt werden. Das heißt, es gibt bestimmt andere Games, die noch rauskommen, aber nichts von dem, was ich bis jetzt gehört habe, hat mich eigentlich so angesprochen wie die 10 Spiele, die ich hier auf der Liste habe. Aber vielleicht habe ich auch etwas nicht gehört oder ich habe etwas nicht gesehen oder etwas komplett vergessen. Schreibt mir gerne eure Games unten rein, worauf ihr euch im kommenden Jahr freut. Ich freue mich darauf. Ihr findet zu allen Games natürlich Links in der Videobeschreibung und ich hoffe natürlich, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Und bis dahin, ciao. Ich bin da mal raus.